Okay, Schatz, wir sind fast da. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin echt gespannt, was du vorhast. Komm mal her. Hey. Schön zulassen. Nicht schummeln. Das war mal wieder typisch für dich. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Das habe ich nicht anders von dir erwartet. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Oha. Okay. Dir ist aber schon bewusst, dass ich jetzt nichts mehr sehe. Nicht schlimm. Sexy bist du trotzdem. Du machst es aber echt wirklich spannend. Und ich hoffe, du hast im Kopf, dass zu Hause jede Menge Umzugskartons darauf warten, von mir ausgepackt zu werden. Keine Sorge. Dafür ist morgen noch genug Zeit. Ja. Und jetzt komm. Was ist das? Guck doch. Alles Gute zum 3-monatigen. Das ist so süß von dir. Schau mal. Das ist ein Bild von uns. Das ist doch der Tag, an dem wir das erste Mal Händchen gehalten haben. Und nicht der letzte. Schatz, ich liebe dich. Oh. Ich dich auch. Das habe ich komplett vergessen. Was hat er gesagt? Nichts. Ich habe ihm gesagt, er bekommt seine Überraschung heute Abend bei mir. Und er hat nicht gemerkt? Nee, zum Glück nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Bei mir zu Hause ist noch voll das Chaos wegen dem Umzug. Oh, aber du könntest ihm einen Wohnungsschlüssel schenken. Ich glaube, meine Eltern wären davon nicht so ganz begeistert. Kinoabend? Eigentlich eine nette Idee, aber es soll schon was Besonderes sein, was von Herzen kommt. Ja, Sherlock Holmes, dann finde das mal. Ich glaube, ich habe da schon so eine kleine Idee. Viagra? Ich glaube, Viagra braucht ihr nicht. Was viel Besseres. Na, hoffentlich. Hey, Schatz. Hi, meine Schokoforelle. Kann ich rein? Fast. Wieso fast? Weil. Oha, das ist ja jetzt echt nicht wahr. Ja, okay, Spaß, komm. Lass uns in mein Zimmer gehen. Wow, das ist wunderschön, Schatz. Alles Gute zum 3-monatigen. Setz dich doch, das war noch nicht alles. Hier, bitte. Oh, für mich? Danke. Was ist das? Schau rein und find's raus. Komm, ich helfe dir. Danke.
HIV-Selbsttest? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, ganz im Gegenteil. Wir sind jetzt 3 Monate zusammen und mit dir habe ich den schönsten und tollsten Jungen getroffen, den es überhaupt gibt. Ich will mit dir für immer zusammen sein. Ich auch mit dir. Da habe ich halt gedacht, das könnte so der nächste Schritt in unserer Beziehung sein. Wenn du auch willst. Ja, aber ich meine, ja, ich will. Aber ist er sicher? Klar, den habe ich von der AIDS. Dann ja. Soweit. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen. Und du? Naja, lass doch schauen. Zusammen? Ja. Eins. Zwei. Drei. Negativ. Auch negativ. Also?